tschüss. Welches nehmen wir denn jetzt? Sind zwei, ja? Mhm. Ah, es gibt keine Briten. Ach, die sind schon. Und du hast Erweiterung, sonst hättest du dieses Spiel gar nicht joinen können. Hab ich? So viel zum Grundspiel, ja. Hier hast du auch ganz andere Völker noch zur Auswahl. Die Berber könnte ich nehmen. Koreaner. Ich nehme mal Koreaner. Der schmeißt es raus, wenn wir keine Random Teams machen, glaube ich. Sollen wir einfach hoffen, dass wir zusammengewürfelt werden? Ah! So. Ach, ist auch nicht so schlimm, wenn. Fangen wir an! Du musst noch bestätigen. Oh. Fangen wir an! Zusammenspielen, sonst wird es echt komisch. Mal gucken. Weil ich sonst auch ständig sowas sage wie: Ey, hilf mir, der greift mich an. Oder du greifst mich an. Also, du bist sowas. Grün, ne? Ich bin gelb. Mal gucken. Woran sehe ich denn, in welchem Team du bist? Ich hatte gar nicht blau. Nee, wir haben Türkis und ich bin gelb. Junbi, Tetekun. Namukun. Tegi. Oh, die sprechen so cool. So. Muxu. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich die Musik ausgestellt hatte. Das wollen wir nicht. Was wollen wir nicht? Die Musik ausstellen. Alter, wie viele Fische! Ich hatte die Musik ausgestellt, weil ich letztens was geguckt habe. Letztens ist es gestern Abend. Chumbi. Mutsu. Je? Mutsu. So. Das sieht gut aus drumherum. Stein habe ich direkt, Holz habe ich direkt da. Zweimal Büsche. Auch gefunden. Echt, ja? Ach, also das ist wirklich so, dass dann alle den gleichen Start haben, ne? So ungefähr. Also was die Ressourcen angeht, müsste das ähnlich verteilt sein, sonst wäre das ja mal grob unfair. Ja. Also bei Tropico ist das nicht so fair. Das ist korrekt. Tropico ist aber auch komisch verteilt, wenn da manchmal drei Leute nebeneinander sind und einer auf der anderen Inselhälfte. Ich dann auch noch denken kann, ja, super. Muxu. So. Das sind die Frauen. Ach, wie witzig. Ich bin gelbe. Ich habe gelbe Farbe? Und die Frauen haben dann halt diesen gelben Schweif. Geil. GG. Ist ja immer so, dass die Tiere dann. Ja, also die Schafe haben dann halt so ein gelbes Tuch um. Aber dass der Schweif von den Frauen halt so gelb wird, das habe ich noch nicht gecheckt. Chumbi. Muxu. Also ich bin mit Türkis und Rot. Mein Ali ist nicht so begeistert davon, dass der andere bei uns Inka gewählt hat. So. Wobei er schon, bevor das Spiel gestartet wurde, man ja gesehen hat, dass einer Inkas hat. Ich weiß gar nicht, was die können oder was die nicht können. Ja, ich auch nicht. Aber jetzt ist doch eh zu spät. Warum beschwert er sich da jetzt noch? Ich glaube, das sind meistens Leute, die nicht verlieren können. Chejikun. Leute, die nicht verlieren können? Ja, echt mal. Das finde ich auch ganz schwach. Also ganz schwach. Childong, Tejikun. Vorstellen, Kat. Ah.
erstmal. Wo ist mein Reiter? Wo ist mein Reiter? Da ist mein Reiter. Noch mehr Gold. Wie viel Gold? Soll ich dir da helfen? Oh, und Wasser. So. Ich hoffe nur, ich mache jetzt gerade keinen Fehler, wobei. Teil? So. Ist die Frage, was das für eine Map ist, ne? Ob das hier Inseln vielleicht sind. Das hatte ich mich auch schon ewig nicht mehr. Also ewig heißt, seit ich das jetzt neuerdings wieder spiele. Also eine Map mit viel Wasser. Da kannst du ja mit deinem Speer rumlaufen und mal gucken. Zumindest kann ich endlich mal einen Hafen bauen. Oh nein! Mann, warum sind die so kackenschnell? Die sammeln Essen. Die sammeln auch Essen. Die Map ist auch ziemlich klein, oder täusche ich mich? 6-Spieler-Map. Okay. So. Sag ich, ich werde das verlierst, du bist ja mein Feind. Danke. Ist so. Sorry, not sorry. Doch, sorry. Was denn jetzt? Sorry oder not sorry? Sorry. Soll ich dir mal was zeigen, was ich total assi finde? Ist das gerade dein Reiter hier? Ja. Bitte mach das nicht, was immer du machst. Was willst du machen? Ich hatte letztens einen. Du kannst ja. Wenn du Tiere totschlägst, kannst du die ja nicht mehr sozusagen ernten, ne? Du kannst deine Tiere totschlagen? Ja, ich hatte letztens einen Reiter in der Base, der hat mir einfach alle Schafe totgeschlagen. Dann Alter, das ist ja assi. Ja, es funktioniert. Also im Grunde, man kann ja sagen, im Krieg ist alles erlaubt, ne? Ach. Aber es ist trotzdem irgendwie daneben. Tätigbrunnen. So. Und den noch? Baut mir jetzt noch einen Teil.
목수. Ach, Kacke. Wie viel braucht er? 175. Ah, hab ich jetzt. Muxu. Junbi. Muxu. Junbi. Muxu. Wem hab ich. Hä? Hatte ich das im Auge? Junbi. Muxu. Vielleicht unterwegs von einem Tier getötet worden, wenn du jemanden kartografiert. Kartografie zu entwickeln ist kostenlos. Komisch. Vielleicht am Volk? Ich dachte immer, das kostet was. Ich hätte schwören können, das kostet was. Hier stand gerade kostenfree. TG. I don't know. Teil? Hangbo. Namukun. Junbi. Auch. Namukun. Junbi. Namukun. Muss ich eigentlich damit rechnen, dass du mich anfängst zu hassen, wenn ich dich angreife? Wieso, willst du mich jetzt schon angreifen oder was? Heißt das ja oder nein? Das heißt ja. Das heißt, unsere ganze Freundschaft wäre. Ich hab's befürchtet, dass das in die Richtung geht. Also bis jetzt sind die Koreaner eigentlich fast das gleiche wie die Japaner. Wenn nicht sogar tatsächlich das gleiche. Kostenfree. Bei dir auch, ne? Hat nicht immer was gekostet? Ja, das hat normalerweise was gekostet. Ist auch nur minimal irritierend. Teil? Bangbo. Teil? Bangbo. Teil? Bangbo. So. Arbeitsverteilung immer ein bisschen überdenken. Nee, das war ja noch nicht. Das kostet auch Nahrung. Mann! Ass! Wie viel Gold brauche ich? 200. Fuck. Oh, scheiße. Langsam hier. Das Spiel aber auch relativ fix eingestellt ist. Ja, aber für meinen Geschmack geht das hier ein bisschen zu langsam. Warten, du hast so dieses übliche, ich würde eigentlich gerne, aber ich habe nicht genug Rohstoffe, Problem. Genau. Vor allem, wenn es noch an viermal Essen hapert. Jetzt, genau. Lauf. Lauf, gute Frau. Jawohl. Was bist du nochmal, blau? Grün. Grün. Die Hoffnung. Dann hatte ich noch keiner gefunden von unseren. Ich auch gar nichts an, wo ich bin. Geheim, wo ich bin. Du weißt ja auch bloß, wo ich bin. Cognito unterwegs. Oh Mano! Will auch schnell sein. Taya? Muxu. Ja? So, ich kann schon mal ein Feld anlegen. Muxu. Junbi. Oh.
목수. 부시 ist eh gleich weg, oder? Naja, ein bisschen hat er noch. So. Was mach ich denn? Was mach ich mal? Was? So, wo hat denn der hier seinen... Fährst du jetzt auch mal los oder nicht so? Danke. Okay. Ist Ritterzeit? Ja. Heute einen Gang zugelegt oder was? Ja, ich habe heute noch geübt. Mit einer Partie auf sehr leicht. Mit nur Computergegnern. So. Soll ich mir dann noch Sorgen machen, muss Katja? Na, eher nicht. Ah, ich hab da von diesen komischen Straußen welche übersehen. Ah, kommt her. So, 100 Nerven. Teil? So. Muxu. Oh, ich hab 666 Holz. Das ist ein schlechtes Omen. Tegi. Noch eine schöne Zahl? Nein, das ist keine schöne Zahl. Muxu. The number of the beast. Auch noch eine Nummer. Hab ich so genau richtig. Muxu. Hä? Muxu. So, du brauchst auch mal mit. Jingi. Pangbo. Realzeit? Also ich frage mich immer, machen die in der Zeit, also... Das sind dann, glaube ich, die Leute, wo man sich denkt, fuck, hätte ich den doch mal direkt mit zwei Typen am Anfang überrannt, weil der hat wahrscheinlich die ganze Zeit nichts gehabt, weil der hat ja nur... Ja. Auf schnell, schnell, schnell. Also so stelle ich mir das zumindest vor, weil du kannst ja nicht... schnell sein und viele Einheiten schon gebaut haben. Also in meinem Kopf nicht, keine Ahnung. Ja, in meinem auch nicht. So. Muxu. Ach du Scheiße. Muxu. Oh, die Mühle von dem Roten sieht ja voll hübsch aus, mit so einem Wasserrad dran. Ich hab das auch, das Wasserrad. Das ist total bescheuert eigentlich, ist, weil das einfach nur in ja, so einem Teich landet. Es sieht trotzdem halt einfach mal total hübsch aus. Muxu. Tegi. Muxu. Muxu. Ach, ich will nicht essen. Immer dasselbe Problem. Hä? Muxu. Ja, das Schlimme ist, dass ich aber auch ständig was baue. Weißt du, ich kann dann die Finger nicht stillhalten und einfach mal sagen: Ja. Ich mach jetzt mal nix, damit ich mir das gleich leisten kann. Ja, genau. Mir geht's ganz genauso. Weil denke ich, ich kann mir das nicht leisten, dann baue ich jetzt erstmal was anderes. Aber das ist ja eigentlich total falsch, weil dann kann man sich's ja nie leisten. Muxu. Junbi, Muxu. Aber okay, wenn ich jetzt überlege, dass der Orange immer noch in der Feudalzeit ist. Und ich überlege, wann ich mir die Imperialzeit leisten kann. Junbi. Aber das ist schon nicht so der Burner. Also. So.
Muxu. Wie kann man eigentlich Gebäude drehen, wenn man die bauen will? Kann man Gebäude drehen? Na, zumindest Tore oder so, wenn man die so freistehend hat. Aber wahrscheinlich ist das nicht, ne? Die hüpfen hin und her, wenn du die drehst. Aber im Normalfall, wenn du die Mauer baust und dann das Tor dran, dann passt sich sofort an die Mauer an. Okay. Tayo? Ich 1000 Nahrung. So. Muxu. PG. Na toll, jetzt bist du da auch schon. Kacke. Kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen, dass du schneller bist. Natürlich. Kriegswagen. Schwer gepanzerte, von Pferden gezogene Schützeneinheiten. Okay, oh Gott, die sind aber teuer. Deine Spezialeinheiten, oder? Ja, aber 110 Holz und 60 Gold. Ja, auch ganze Wegen, die du da baust. Ich glaube, die sehen sehr klobig aus, aber wenn die dann gut schießen, dann. Ja, ich denke auch, die müssen jetzt eigentlich ganz schön was. Für das Geld erwartet man ja auch was, ne? Muxu. Einfach nichts leisten. Oh. Weißt du noch, wie hoch das Einheitenlimit war? Nee. Die sehen cool aus, diese Dinger. Muxu. Hier bin ich mich immer wieder dabei. Kann ich mir nicht leisten? Ach, dann brauche ich erstmal was anderes. Kann ich mir dann aber erst recht nicht leisten. Sag mal, du bist direkt neben mir, ne? Vielleicht. Ich sehe es gerade. Also, das ist das Einzige, was noch schwarz ist. Was noch nicht aufgedeckt ist. Und das muss ja dann du sein. Nee. Da ist ein Loch. Da ist niemand. Wo sind dann meine beiden Bauarbeiter, die ich eben gerade noch hatte? Ach, ihr baut noch. Ist eigentlich fertig. Muxu. Muxu. Ein Klick sagt dann Sahne. Oh. Oh, kann ich jetzt endlich? Ja, na endlich. Warte mal, langsam Zeit. Ja, eigentlich total falsch, dass ich jetzt die ganze Zeit darauf warte, dass du immer stärker wirst, obwohl du neben mir bist. Das ist ja voll gemein.
und billig nennen die das. Er nennt was schnell und billig. Die Miliz zu erschaffen. Aber die sind nicht billig. Sind sie denn schnell? Bestimmt. Junbi. Schlagen. Namukun. Tayo? Namukun. Also Lolly, wie kann ich jetzt einzelne Einheiten in Shortcuts legen? Einzelne? Na, du klickst an, aber es macht eigentlich mehr Sinn, wenn du einen ganzen Trupp markierst. Meine ich doch. Machst mit der Maus hier Linksklick, ziehst so ein Kästchen, wenn das Kästchen loslässt, ja, haben die alle eine Markierung drüber. Ja. Und dann Steuerung und dann irgendwas. Ich mache immer so Steuerung 1, 2, 3, 4, 5 und dann halt da mit den Zahlen auf der Tastatur mache ich das. Ah, das ist ja geil. Dann, ansonsten ist es auch total umständlich, die als durch die Gegend zu schicken. Ja, deswegen. Wenn man die immer einzeln da irgendwie... Machst du die immer einzeln? Nee, ja, bis jetzt. Ich wusste nicht, wie es geht. Oh Gott. Aha. Ja, das würde mich wahnsinnig machen. Um das mal ganz plump auszudrücken. Eine Überraschung, dass Orange jetzt stirbt. Hat das überhaupt Sinn, da hinzulaufen? Muxu. Palakese. Oh nein, ich rede wie Markus, ich gehe doch mal hin. Muxu. Immerhin ist er jetzt in der Ritterzeit, ne? Also. Muxu. 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 Tayo? Nee. Oh nee, steck die jetzt fest, die dumme Kuh? Ah, muss ich töten, tut mir leid. Man muss bauen lassen und eingebaut? Ja. Junbi, Muxu. Geht auch gleich raus. Tayo? Muxu. Es tut mir irgendwie leid, dass ich dir die ganze Zeit verboten habe, mich anzugreifen. Mit dem Orangen hatten wir aber schlichtweg Pech. Ich meine, der hatte ja wirklich gar nichts da stehen, wurde dann überrollt. Dann ist es halt da an der Seite offen und dann denkt er sich auch nur, Kacke. Halt, dass der drin bleibt, weil alleine hat sich das ja dann wirklich erledigt, ne? Muxu.
Oh, alle tot? Wenn dann halt den Shortcut anklickst und dann keine Einheit mehr hast, dann musst du die auch nicht auf der Map suchen, weil du weißt, okay. Wir sind ja alle schon verreckt. Shishi! Ah. Peggy. Muxu. Yeah? Yeah. Yeah? Muxu. Peggy, Muxu. Yeah? Muxu. Peggy, Muxu. Markiert er das alles ganz wild, aber die laufen auch nicht schneller, nur weil er 50.000 Mal nix auf die Karte gemacht hat. Das hat ein bisschen Panik. Ja, aber kann halt trotzdem nicht schneller hinlaufen. Hatte, das hatte ich gar nicht gesehen. Aber auch noch einer war, wo auf den Ellie schimpft und dann selber nichts stehen hat. Peggy. Shishi. Chitung. Noch viel mehr Gold. Jetzt versucht er mir hier das Gold wegzunehmen. Also versucht nicht wegzunehmen, aber zackt er sich hier mit ran an das Goldvorkommen. Na, was soll's.
Typ leckt sich raus. Kann nicht sein, dass die ganze Zeit bis ich lief und dann, wenn er am Verrecken ist, leckt er sich raus. Geil. Was heißt denn, er leckt sich raus? Ist das einer von deinen oder einer von meinen gewesen? Ich bin jetzt alleine. Mein erster, den habt ihr umgebracht und mein zweiter hat jetzt beschlossen, dass er hier keine Minuspunkte kassieren möchte und ist jetzt rausgegangen. Ach du Scheiße. Okay, dann darfst du mich angreifen, bitte. Was war das jetzt? Wo denn? Ja klar, dass sie jetzt von hinten kommen. Okay, das hat sich jetzt irgendwie alles erledigt. Das ist irgendwie ganz schön fies jetzt, ja. Lolli. Ich bin ja verlieren gewöhnt, aber es ist halt schade, wenn es so abläuft. Wenn einer direkt überrannt wird, weil er einfach total hinterherhängt. Und wir haben ihm ja beide ständig geholfen. Ja. Und der zweite dann einfach beschließt, es macht für ihn keinen Sinn und geht dann raus. Und dann stehst du da. Wie war ich denn so? Ja, wie warst du denn so? Warst du also orange? Aber ansonsten war ich ziemlich schlecht. Warum habe ich denn 0 Punkte für Militär? Weil ich überhaupt niemanden getötet habe, wahrscheinlich, ne? Ich habe halt Einheiten über Einheiten gebaut, aber bin nie irgendwo hingezogen.